Vor Jahrtausenden entstanden an diesen Gestaden des Mittelmeers die ersten Hochkulturen der Menschheit. Während in Europa noch die Steinzeit herrschte, wurden in Ägypten und Mesopotamien große Reiche gegründet. Ihnen folgten die Griechen. Viele hellenische Tempel blickten auf die Gärten des Poseidon hinab. Heute pilgern jedes Jahr tausende Touristen zu diesen Städten vergangener Größe. Das ist die Kykladeninsel Delos, das größte Ruinenfeld Griechenlands. 1000 vor Christi Geburt wurde Delos Apollo geweiht und das religiöse Zentrum der ionischen Inselgriechen. Doch die ältesten Besiedlungsspuren reichen bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend zurück. Dass 4 und 6 Jahrtausende vor Christus die ersten Hochkulturen hier gerade im Mittelmeer entstanden sind, wird durch das Klima gefördert worden sein. Das Mittelmeer ist ein riesiger Warmwasserspeicher und buffert die Winter und führt zu einer immergrünen Vegetation rund um dieses Meer, eben des Mediterrans. Macchia nennen die Italiener diese typisch mediterranen Buschwälder, in denen Oleander und Ginster, Myrte, Lorbeer und Zistrosen wachsen. Verantwortlich für das milde mediterrane Klima ist die besondere Natur des Mittelmeers. Während das Tiefenwasser aller Ozeane bei etwa 4 Grad Celsius liegt, sinkt die Wassertemperatur im Becken des Mittelmeers nie unter 13 Grad. Der Grundstein für seine empfindliche Natur wurde schon in grauer Vorzeit gelegt. Das Schicksal solcher Küsten verstehen wir selber wieder aus dem Tethysmeer, das einmal quer durch Europa vom Pazifik zum Pazifik gereicht hat. Und dessen Schicksal verstehen wir wieder aus der Kontinentaldrift, als erst die Kontinente auseinandergedriftet sind, den Atlantik gebildet haben, aber zu einer Zeit, als längst schon hier die Säugetiere den Küsten entlang getrabt sind. Es ist das Schicksal des Mittelmeers, so einladend auf den Menschen zu wirken. Es ist sein Schicksal, dass es empfindlicher ist als alle anderen Meere der Erde. Nirgendwo auf der Welt haben sich so früh so viele Kulturen entwickelt. Nirgendwo begann der Mensch so früh, sich die Erde untertan zu machen und ihre Natur zu verändern. Dennoch blieb das Mittelmeer über Jahrtausende ein intakter Lebensraum. Erst seit dem Beginn des Industriezeitalters, erst seit den Tagen des Massentourismus droht das Mittelmeer zu veröden. Scheint es unser Schicksal zu sein, dieses Meer zu zerstören, in dem Homer einst Odysseus umherirren ließ. Und er lässt die Götter sagen, welche Klagen erheben die Sterblichen wieder die Götter. Nur von uns, wie sie schreien, kommt alles Übel. Und doch schaffen die Toren sich selbst dem Schicksal entgegen ihr Elend. Diese Worte sind 2800 Jahre alt. Haben wir sie beherzigt? Nun, was sich wandelte, war die Betrachtung des Meeres. Die Mythen um die Gärten des Poseidon wurden von der Forschung, von der Meereskunde abgelöst. Schon um 1780 machte der Neapolitaner Cavolini mit einfachstem Gerät erste Tauchversuche. Ab 1840 waren es Professor Milne Edwards und sein Assistent Quatrefages, die in die Welt unter Wasser stiegen. Doch es sollte ein Deutscher sein, der den Biologen die Meeresforschung erschloss. Anton Dorn gründete 1872 die Zoologische Station in Neapel. Direkt am Hafen ließ er dieses erste meeresbiologische Institut im Mittelmeerraum errichten. Thank you.
Dorn war der Erste, der erkannte, dass der Lebensraum im Meer nicht in naturfremden Aquarien, sondern nur durch die systematische Forschung unter Wasser zu verstehen ist. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte mit Hans Hass die Meeresbiologie wieder in die Welt unter Wasser zurück. Angeregt durch Hass' Erfahrungen mit dem von der Oberfläche unabhängigen Freitauchen begannen auch Rupert Riedel und seine Kollegen die systematische Meeresforschung unter Wasser. Sie bastelten ihre ersten Ausrüstungen, bauten Atemgeräte und Tauchermasken, erfanden Hand- und Fußflossen, von denen sich nur letztere bewährten, und plagten sich mit selbstkonstruierten Unterwasserkameras und Tauchanzügen. Die erste Tauchexpedition führte Riedel 1948 an das Mittelmeer. In eine Welt, in der er bis dahin keine Erfahrung hatte. Schon damals waren die Hafengebiete weitgehend zerstört. Also arbeitete man draußen an den Küsten. Und die neuen Erkenntnisse hinkten so dem Verfall bereits nach. Die österreichische Tyrrhenia-Expedition, die Riedel 1952 leitete, operierte bereits mit mehr Erfahrung. Sie brachte erstmals Licht in die See. Nun wurden die ökologischen Zusammenhänge schon deutlicher sichtbar. Aber erst in den folgenden Jahren begann die Meeresbiologie, die Sensibilität der mediterranen Lebensräume zu begreifen, als deren Zusammenbruch schon überall offenbar wurde. Man erkannte die Wirkung von Ölpest und Abwasserflut, die Bedeutung der Artenvielfalt von Flora und Fauna und die Groteske der Schauaquarien, die eine Wirklichkeit vorgaukeln, die es im Meer gar nicht gibt. Erst aus den Umweltproblemen, die wir selbst angerichtet haben, haben wir die Welt als vernetztes System kennengelernt, in dem kleine Störungen zu schwerwiegenden Konsequenzen führen können. 17 Staaten grenzen an das Mittelmeer und in Umweltfragen werden sie einiges von ihrer Souveränität aufgeben müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Da gibt es zwar immerhin das Athener Abkommen und die Dokumente aus Genua, aber im Wesentlichen bin ich überzeugt, dass wir Erfolg haben müssen, dass wir eine Majorität der Ansicht in dieser Hinsicht entwickeln müssen, damit sie auch politisch machbar werden wird. Denn auch die letzte Tagung der Mittelmeerländer, die laut Greenpeace insgesamt 430 Milliarden Tonnen ungeklärte Abwässer, Müll und Umweltgifte einleiten, brachte vergangenen Oktober in Athen, trotz des Katastrophensommers 1989, kaum mehr als Absichtserklärungen. Ob dieses Mediterran noch zu retten ist, wir können jedenfalls nicht aufgeben. Wir können uns keine stinkende Brühe leisten, die Millionen Menschen um die Existenz bringt und uns die Atmosphäre vergiftet. Ich rate zu einem optimistischen Kulturpessimismus. Ich rate zum Pessimismus, weil die Zugzwänge, die zu überwinden sind, enorm geblieben sind. Aber als Biologe bin ich optimistisch, weil ich weiß, dass Leben zum Überleben gemacht ist. Und so mögen die Gärten des Poseidon, so wie wir selber und unsere Kultur, noch eine Chance haben. Vor 5,5 Millionen Jahren brach der Atlantik durch die Meerenge von Gibraltar und schuf das Mittelmeer, das jüngste Meer der Welt. Tiere und Pflanzen besiedelten die neugeborene See in unzähligen Arten. Heute wird uns immer mehr das Naturerbe dieses Lebensraums bewusst, dessen Fortbestand wir von Tag zu Tag mehr gefährden. Am Mittelmeer, an diesen Küsten entstanden die ersten Hochkulturen der Geschichte. Heute ist es unsere Kultur, der es gegeben ist, dieses erste Paradies der Menschheit zu bewahren oder zu zerstören.